Calciumoxid vom Burgbergbitten haben wir hier einen Kalkstein und wir sehen die schönen Blätter. 1, 2, 3 auf der Negron. Bei der zweiten Rogiotto Nero 1, 2 frische Blätter und bei den anderen 5 Versuchspflanzen, die nicht mit Calciumoxid gegossen wurden durch den Stein. Negron. Madeleine de Bessison, nochmal Negron, de Trevolte und nochmal Negron, ist im Siliziumoxid kein Calciumoxid, CO2 beigemengt, kein frisches Blattwachstum zu sehen. Und noch die Plumeria rubra. Ebenfalls soll die Kalkstein mit aus, Calciumoxid hilft beim Wachstum. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Zusatzstoffe sind. Zum NPK-Dünger. Stickstoff haben wir hier wenig, nur Phosphor und Kalium. Urgesteinsmehl, basisbildendes aus Diabas und Calcium ist die Lösung für die feigen mediterranen Pflanzenarten. Bis bald, euer Jakob.